Woran denken Sie, wenn Sie das sehen? An Plastikmüll, richtig. Pro Kopf produziert jeder Deutsche pro Jahr 600 Kilogramm. Der Plastikmüll kann dann als Rohstoff für einen Parkplatz dienen, denn man kann daraus diese Kunststoffgitter fertigen, aus denen mit Split angefüllt ein Parkplatz entsteht. Für etwa 200 Quadratmeter muss dazu der Plastikmüll eines Jahres von 4 Personen recycelt werden. Cradle to Cradle heißt das Zauberwort. Das heißt, von der Wiege bis zur Wiege. Wir produzieren Müll und wir in Arzberg, wir nehmen die PE-Folien, Einkaufstüten oder sonstiges, die werden geschreddert, gemahlen, eingeschmolzen und aus diesen Produkten wird dieses nachhaltige Produkt wieder hergestellt. Das ist das eine, die Herstellung. Und wenn irgendwann dieser Produktlebenszyklus zu Ende geht, kann man das wieder einschreddern und es geht wieder von vorne los. In Form eines neuen Rasters, einer neuen Parkbank, einer neuen Palette, wie auch immer. Spezialist für dieses System ist die Firma Ecora aus Arzberg. Sie hat gemeinsam mit zwei Partnern, der Firma Lauterbach und der Firma Trautnerbau, den Parkplatz im Rahmen eines Modellprojekts am Golfclub Bayreuth gebaut. Das System mit den Gittern und dem Kies hat gegenüber der gewöhnlichen Betonierung einen Vorteil. Es versiegelt nicht den Boden. Das ist gut für das Klima und den Wasserabfluss. Wasser kann schön versickern, geht ins Grundwasser und das hält auch letztendlich auch dieses ganze Wasserreservoir im Gleichgewicht. 3 Tage haben die Bauarbeiten für die 200 Quadratmeter große Fläche gedauert, inklusive des Erdaushubs und der übrigen Vorarbeiten. Das Verlegen und Befüllen der Gitter allein dauerte lediglich 3 Stunden. Ist alles fertig, so ist die Pflege des Parkplatzes ein leichtes. Wir haben jetzt einige Versuche gemacht, bei trockenem Laub oder Rasenschnittgut, was hier in erheblichem Maße anfällt, gehen wir entweder mit einem Rückengebläse drüber oder mit einer kleinen Kehrmaschine. Die Kehrmaschine hat den Vorteil, dass der Kies auch wieder neu sortiert wird, falls doch Auswaschungen, in dem Sinne gibt es ja nicht, aber Kiesverschiebungen da sind, sortiert er das wieder ein. Also eine Fläche in 2 Minuten gereinigt. Aus Greenkeeper-Sicht war es entscheidend, eine Fläche zu schaffen, die sehr tragfähig ist, die der Erosion standhält und ganz wichtig, die nicht versiegelt ist. Und da haben wir in diesem Produkt das Richtige gefunden. Übrigens, der Eco-Raster, so der Name des Parkplatzsystems, kann auch auf verschiedene Weise begrünt werden. Ob nun mit Gras oder ohne, für den Golfclub Bayreuth ist das Projekt ein voller Erfolg. Das ist jetzt genau die richtige Möglichkeit, um mal einen Schritt zu tun und wirklich mal loszulegen und eben mit diesen Eco-Rastern, mit den Rasengittern und dem Schotter den Parkplatz nicht zu versiegeln, sondern eben eine Lösung zu finden, das Ganze optisch ansprechend zu machen, für die Mitglieder etwas interessanter, für Gäste, die uns besuchen, einfach mal eine schöne Parkfläche zu gestalten. Denn so sah es vorher aus. Und so sieht es jetzt aus. Schöner und vor allem praktischer und nachhaltiger.